Hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen Verkaufskanal. Unser Teleshopping-Kanal aus Ostfriesland. Wir sind Akka und Denise. Wir sind vom Social Media Stammtisch in Leer und wir haben uns überlegt, gerade zu der aktuellen Zeit, Corona-Zeit. Ihr wisst alle Geschäfte haben zu. Wir wissen nicht genau momentan, wie es bei uns allen weitergeht. Und da haben wir uns überlegt, wie können wir Social Media Fachleute unter Abstand halten. Genau, Abstand halten ist ganz, ganz bewusst, okay? Abstand halten. Wo kommen wir jetzt wieder rein? Was haben wir uns überlegt? Wir haben uns überlegt, wie können wir die Unternehmen hier in der Region unterstützen, um eure Kassen zu füllen. Und da haben wir uns überlegt, wir können wir Fachmenschen, die jeden Tag mit Social Media arbeiten, können einfach Hilfestellung geben und möchten mit diesem Beitrag einfach jetzt lokal verkaufen. Ne? Ja. Genau. Und starten heute einfach mal, also wenn wir ein bisschen nervös wirken, bitte entschuldigen, wir sind Anfänger, wir machen das zum ersten Mal, aber ich hoffe das trotzdem. Ne? Ja, genau. Genau. Weißt du was, wir nehmen erstmal ein Eis da. Wollen wir ein Bier trinken? Ja. Hast du Bock was zum Bier? Ja. Das ist gleich hier die Stimmung ein bisschen lockerer. Ja, kannst du mir einschenken. Abstand halten bitte. Abstand halten. Moment. Übrigens, wir sind hier, um mal zu erklären, wo wir heute stehen. Wir dürfen heute filmen bei North Coast Barbecue in Rauderfehn. Wir haben ganz tolle Location hier gefunden. Hier dürfen wir drehen in der Kochschule. Wie man sieht, wir stehen hier in einer ganz gemütlichen Küche. Möchten heute einfach Produkte präsentieren, die direkt aus der Region kommen. Vier Unternehmer heute, die wir vorstellen möchten in Ostfriesland. Und Leute, bevor jetzt Kritik kommt und Shitstorm, wir machen das alle kostenlos. Wir machen dieses ehrenamtlich. Unser Team, wir sind ein Team aus vier Personen. Zwei Videofuzzis, eine Fotografin und hier die Sabbeltante ich. Wir machen. Und Günther kommt nachher noch. Günther. Genau. Wir machen das alles ehrenamtlich, ganz bewusst, einfach nur, um unsere Region voranzubringen und um eure Kassen direkt zu füllen. Ja? Also wir präsentieren das einfach mal und back to roots. Teleshopping, ich habe es ja geliebt früher. Hast du Teleshopping geguckt? Nur nach viel Bier. Okay. So, wenn man wieder aufwacht. Aber ich muss sagen, ich habe nie angerufen. Ich habe nie angerufen. Also ich fand es gut zu gucken. Ja. Irgendwie so ein geiler Smaragd wegen Nee. Ich habe nicht den Kampf. 600? Nee. Oh, okay. Ich würde sagen, da wir bei North Coast Barbecue hier die tolle Location einnehmen dürfen, würde ich sagen, testen wir auch einfach mal deren Produkte. Fangen wir an mit den Gewürzen von Don Markus. Mir hat man erzählt, Don Markus ist sogar aus Friese, kommt aus Wiesmoor und ist ziemlich bekannt in der Szene der Barbecuer. Und mir wurden hier zwei verschiedene Gewürze einfach mal präsentiert und gegeben, um das zu präsentieren. Das hat mich gleich angesprochen, Schafskäse-Gewürz. Ja? Also ich bin ja so ein Beilagenfresser. Abstand, scheiße, ja. Da darf man nicht sagen, ne, das Wort mit SCH. Aber nee, gut. Okay, ich reiß mich zusammen. Also das Schafskäse-Gewürz kann ich sehr empfehlen. Ich bin so ein Beilagen-Mensch. Genau, ich mag sehr gerne zum Stück Fleisch auch ein bisschen gebackenes Gemüse, leckeren Schafskäse. Und das muss man natürlich würzen, sonst ist da nicht viel Geschmack dran, sonst nur salzig. Ich habe auch schon dran gerochen. Ja, Okay, gut. Auf jeden Fall mega. Mein persönlicher Tipp, Zucchini, Tomaten, bisschen Feta-Käseöl und dann das Gewürz drauf, ein bisschen in den Ofen und dann beim Grillen servieren. Lecker. Ich glaub, auch ohne Grill, lecker. Ja. Lecker, genau, kann man auch so ohne Grill nutzen. Genau. Ja, geht auch. Ach, so, nur so in den Hals. Nein, nee, aber so ein Kannst ein Ei mit Gewürz. Jetzt hier die Dose. Keine Chips mehr da, nehmen wir halt. Dann haben wir noch Pork Power. Das eignet sich zum Marinieren, zum Würzen von jeglichen Sachen, auch für die heimischen Rouladen. Genau. Und das ist dann was für Günther, ne? Genau. Damit spielt Günther dann ein. Und Günther dann kannst du gerne dazu. Günther ist heute unser Stargast. Genau hier. Steht für unsere North Coast Clique hier heute mal. Unser neuer Kollege. So. Ja, also die Gewürze hier gibt es im Online-Shop. Den Online-Shop blenden wir unten ein.
was haben wir noch? Also wird das alles gebracht? Ja, ne? Ja, die liefern das, man kann es abholen oder eben online bestellen. Also es geht auch telefonische Beratung, wenn da noch irgendwie Fragen sind. Das Geschäft hat natürlich aktuell nicht geöffnet, daher bitten wir jetzt, also wie gesagt, den Verkauf auf den Online-Shop zu stellen. Ja. Aber Beratung am Telefon gibt es trotzdem. Also sehr nette Herren, die auch sehr viel Ahnung von dem Thema haben. Deswegen also ruhig anrufen und yeah, call me. Ne, so. Was haben wir noch? Das ist auch ein cooles Produkt. Magst du Marmelade? Nee, aber das macht nichts. Bist du kein Marmeladen-Fan? Nee, aber die da draußen bestimmt. Die mögen schon alle super gerne Marmelade. Also hier, wenn nicht, wäre das jetzt auch halt Gewürz, ne? Hier gibt es eine Marmelade, komisch irgendwie, Marmelade in so einem Barbecue-Geschäft, finde ich. Aber es ist eine Red Onion Marmelade. Zwiebel. Ja, genau. Und dann ist Marmelade ja schon wieder was ganz anderes. Genau, eignet sich. Denise. Mann! Das ist echt schwer, muss ich sagen, mit dem Abstand halten. Aber wir wollen es ja nicht. Wir testen jetzt ja auch gleich nochmal eben hier, ob das Ding das also aushält hier. Ja. Okay. Top. Red Onion Marmelade. Eignet sich, um auf Burger zu schmieren, dann Fleisch drauf und ja, soll einen super leckeren Beigeschmack geben. Eignet sich aber auch ganz normal als Dip. So, was haben wir noch? Ja, oh, hier, das war's für mein Kind. Aber in diesem Fall wahrscheinlich nicht. Barbecue-Soße. Es gibt sehr viele Menschen, die auf Barbecue-Soße stehen. Mir wurde gesagt, diese Barbecue-Soße spürt man zweimal. Daher, ja, wir lassen es einfach mal so stehen. Sehr scharf, aber sehr lecker und unheimlich ja, gut zum Würzen, gut um auch Marinade wieder zu machen für Fleisch, egal ob Rind oder Schwein. Also es ist nichts Flügel. Für schärfeempfindliche Menschen, kann ich aus eigener Erfahrung nochmal dazu sagen. Okay, okay. Außer Grillzubehör, Gewürzen, tolle Soßen alle möglichen Grillsorten bietet North Coast Barbecue auch eine große Auswahl an verschiedenen Spirituosen. Magst du Wein? Leider. Ja? Also ich muss sagen, ich habe ja früher immer nur gerne Bier getrunken. Mit 30 ändert sich das. Also seitdem mache ich gerne mal ein Weinchen trinken. Also kurz vor 40 ändert sich das auch, dann trinkst du nur noch Wein. Okay. Und zwischendrin gemischt, oder? Uff. Also wir haben hier einen tollen Roséwein. Dieser Roséwein, der wird hier extra hergestellt in Zusammenarbeit mit Weinwolf. Ganz tolle... tolles Weingeschäft, was, glaube ich, in dritter oder in vierter Generation in Leer in der Rathausstraße abfüllt. Und die haben zusammen diesen Wein mit North Coast Barbecue auf den Markt gebracht und ist halt hier erhältlich, wie gesagt, auch im Online-Shop. Also, ja, wenn ihr Getränke verkostet haben wollt und verkauft haben wollt, hier, wir machen das. Ja, genau. Wir präsentieren eure Weine, eure Spirituosen. Aber das Lallen können wir nicht... Nee, wir können auch nicht sagen, ob das jetzt irgendwie nach Pfirsich, Pflaume, Kirsche... Ja, aber der Sommelier werde ich nicht, aber der schmeckt sehr gut. Ja, das muss ich auch sagen. Also, jetzt noch so ein Steak und ein Stück Schafskäse mit diesem... Mit dem leckeren Gewürz, ja, das wäre perfekt natürlich. Sehr zu empfehlen. So, jetzt habe ich noch eine Flasche Acker. Ja. Und das ist Herbal Stuff. Ja, könnte man vielleicht auch als Desinfektionsmittel nehmen. Aber in diesem Fall ist es ein leckerer Schnaps. Kräuterschnaps auf jeden Fall für den Magen sehr zu empfehlen. Ja? Alternativen, also ich habe vorhin schon mal die super tollen Veranstaltungen in diesem Hause erwähnt. Tolle Grillkurse, tolle Sushi-Kurse, Seminare auch nur für Frauen. Ich glaube sogar, man kann Hochzeiten hier feiern in kleinen Gruppen. Also ganz tolle Location. Und solange wir das offiziell noch nicht dürfen, inoffiziell natürlich auch nicht, aber solange wir es noch nicht dürfen, kann ich es empfehlen, auch als Geschenk. Jetzt Ostern oder... Ja. Vatertag, was auch immer kommt. Es gibt natürlich Gutscheine und die verfallen ja nicht. Also ich kann es persönlich nur sehr empfehlen. Es ist eine ganz tolle Location, ganz tolle Besitzer hier vom Unternehmen. Und also mein Mann, der kann ja nicht kochen. Ne? Ja. Gar nicht. Aber der hat hier einmal irgendwie sich angeguckt, wie man Brot backt. Jetzt kann er immerhin schon mal Brot backen. Yay, das ist auch schon mal was. Ja, klar. Wenn er jetzt zum Grillkurs geht, dann kann er zumindest auch grillen. Kommen wir zu den nächsten Produkten, die es natürlich auch wieder online gibt. Ne? Soll ich Püppi holen? Ja, hol mal Püppi dazu. Püppi! Kommen wir jetzt zu einem Unternehmen, die sitzen in Acker. Wo sitzen die? Große Feen. Ah, in Große Feen. Große Feen. Genau. Darf ich,
Kann man das jetzt so machen, dass man der jetzt so... Ja, ich hoffe, dass ich jetzt keine... Abstand halten. Oh ja, nur kurz. Ich hab sie. Ja, stell drauf. So, wenn man Kinder hat, kann man das. So. So, wie nennt sich die Firma? Funfeen. Funfeen. Okay. Und, ach ja, genau. Und das ist eine junge Designerin mit Mann, glaube ich, ne? Ja, ganze Familie. Genau. Und die haben... Ich glaube, 2006, als die Freunden in Hamburg was mitbringen wollten, sind sie auf die Idee gekommen, dass es hier irgendwie ja, nur so minderwertige Dinge gibt, die man so mit Ostfriesland verbindet, und haben sich dann eben ganz viele Dinge ausgedacht. Wie eben meinen schönen, ne, hier, mein Lieblingszollstock, um Abstand zu halten. Ja, denn der ist echt cool. Da ist auch die Skyline drauf, ne? Ja, genau, die ostfriesische Skyline. Ich bin ja... Ist auch ganz, ganz, ganz hochwertig. Also ich habe den jetzt heute auch schon ein paar Mal benutzt, um den Abstand hier einzuhalten. Also ich bin ja mega Fan von so ostfriesischen Motiven, muss ich sagen. Ja, also ich bin ja cool. Ostfriesenkind durch und durch. Und ich trage mit Leib und Seele T-Shirts mit Moin, Leuchtturm drauf, whatever. Und dieses halt mal was ganz Schlichtes. Halt, ja. Ja, ganz stil, echt schön mit Krabbenkutter. Ne? Ist hier auch Krabbenkutter da? Ja. Ich liebe ja Krabben, ne? Du auch? Ja, da, ja. Wieder ein bisschen hierher. Ach, wir haben die Zange vergessen von North Coast. Ja, aber ich weiß noch gar nicht, wie die aufgeht. Ich glaube, dafür... Macht nichts, egal. Legen wir einfach dazu, weil, kann man später nochmal einblenden. Gut, dann erzähl mir mal was dazu. Genau. Zu dem Zollstock? Nee, zu dem Zollstock. Zu den Produkten, ja, aber die T-Shirts, da gibt's, ich hatte jetzt auch im Online-Shop mal geguckt, da gibt's also auch verschiedene Sachen, eben einmal mit dieser Skyline. Die gibt es dann nochmal in bunt. Dann gibt es das typische Moin. Sind halt auch, die versuchen auch ganz viel regional zu produzieren, um eben auch qualitativ hochwertige Produkte zu haben. Das gelingt natürlich nicht immer, aber dann machen sie halt eben lieber Abschnitte bei den Margen, als wenn sie halt eben billige Sachen einkaufen. Ne? Wie ist das mit Abholen? Kannst du. Kannst du anrufen, ja. Kannst du auch bei der Online-Bestellung mit Sicherheit dann auch eben vermerken, und dann hängen sie dir dann Tütchen oder so an den Gartenzaun. Und dann kann man das auch direkt vor Ort abholen. Okay. Ja. Was ich ja richtig geil finde, bei den nordischen, ostfriesischen Produkten haben wir auch Ich bin ein Feencher Original. Ja. Ne? Also richtig toll, auch als hier Flaschenöffner für die Tasche. Ich bin ja ein riesen, bin Leraner Kind, ja. Also hier schon mal, das wäre jetzt voll meins, ja. Leraner Kinder sind ja Gallimarkt bekloppt, ja. Gallimarkt ist ja immer im Oktober. Jeden zweiten Mittwoch im Oktober beginnt bei uns der Viehmarkt. Das ist der heilige Tag in Leer. Ja, der heilige Tag. Das ist, danach ist Urlaub. Das ist wirklich, wenn ich Anfang des Jahres Urlaub eintragen muss, ist das der erste Tag. Alles andere, Geburtstag vom Kind kommt danach, ne? Aber Viehmarkt, ganz wichtig, muss eingetragen werden. Also dieses Ding würde ich absolut mit empfehlen für die Tasche. Und ich möchte noch mal sagen, kauft regional. Ja. Wir sagen zwar, gut, nicht Online-Kauf, aber ihr könnt ja auch Online-Shopping bei Händlern aus der Gegend machen. Und deswegen, also wir machen das hier wirklich, um unsere Wirtschaft voranzubringen. Und alle Händler, die wir heute vorstellen und präsentieren, geben sich wirklich Mühe, um online präsent zu sein. Egal ob auf Social-Media-Kanälen oder mit einem Online-Shop. Aber selbst wenn Sie keinen Online-Shop haben, rufen Sie an, fragen Sie einfach. Sie freuen sich alle über Kundschaft und über die Beratung am Telefon, oder? Ja, das sehe ich auch so. Und ja, wir müssen alle miteinander jetzt eben zusehen, dass wir wirklich vor Ort kaufen und eben nicht irgendwo überregional am Ende der anderen Welt unsere Dinge hier holen. Deshalb, ich liebe ja meinen Becher. Den habe ich ja tatsächlich gar nicht besorgen müssen. Oh, der Emaille, ne? Der Emaille-Becher, genau. Ja. Weil den kannst du dir auch mit einem Karabinerhaken einfach auch auf dem Gallimarkt zum Beispiel so einfach mit einer Hose hängen. Oder Weihnachtsmarkt. Einen virenfreien eigenen Becher, ne? Also wollen wir mal die Daumen drücken, ja, dass diese Misszeit, diese Schiedzeit ganz, ganz, ganz schnell vorbeigeht und wir alle zum Gallimarkt oder auch zum Weihnachtsmarkt dürfen. Und dann, muss ich sagen, ist das auf jeden Fall eine tolle Sache. Und ansonsten, wenn jemand in Urlaub fahren darf oder ein Geschenk für eine Firma oder irgendwas braucht, nimmt Produkte aus unserer Region und ja, verteilt ein bisschen Heimatgefühl von uns. Ja. Also ganz tolle kleine Firma, bitte unterstützen. Ist auch, wie gesagt, auf Social Media Kanälen zu erreichen. Und ja, es fand Feen. Ne? Ich bin Fan. Also ich möchte einen Button schon mal hier mir gleich organisieren. Ja, auch die T-Shirts, ne? Echt schön.
Mag ich. Super Qualität. Hoodies. Ne? Ja, genau. Hoodies. Qualität stimmt. Größen passen auch. So, also ich bin schon mal Fan. Damit ihr seht hier. Lerana Kin, ne? Genau. Ja, schön. Ja. Ich würde sagen, dann gehen wir einfach weiter zum nächsten Produkt. Jetzt habe ich eine Frage an dich, Akka. Oh oh. Was ist der schönste Schmuck der Frau? Oh, die Antwort kann ich nur falsch geben, ne? Wieso das? Du bist eine Frau. Du bist eine Frau. Jetzt ist das ja so ganz typisch, als wäre ich vorbereitet, ne? Aber. Moment. Haare? Ja. Ja? Als ich Lehrmädchen war, ja, mit 16, hat meine Chefin immer gesagt: Kind, nicht deine Haare färben. Haare sind schönste Schmuck der Frau. Sonst sehen die so aus. Ja, dann sehe ich so aus wahrscheinlich. Na, aber blond steht dir, muss ich sagen. Ja? Ja? Eigentlich war ich das auch mal. Ja? Ja. Ich auch. Vor 30 Jahren war ich blond. Genau. Kommen wir jetzt von Haare zum Friseur. Corona-Zeit heißt auch friseurfreie Zeit. Absoluter Horror für uns Frauen, aber auch für viele Männer, habe ich gehört. Also viele Männer tragen mittlerweile Zopf. Na, aber gut. Ja, also. Jetzt geht bei mir das Kopfkino an, ich gehe mit Günther in den Keller. Das Nein! Mach es nicht. Ich muss auf meinen Abstand aufpassen. Ich möchte jetzt mal eine Firma präsentieren, einen kleinen Salon. Der nennt sich 7 Points to Cut aus Heißfelde in Leer von Franziska Thien. Ganz tolles, kleines, süßes Salonlädchen. Hat ein ganz blödes Schicksal gehabt. Und zwar, die haben am 1. März eröffnet in diesem Jahr. Die haben ganze 3 Wochen aufgehabt, haben sich gut eingespielt, das Team. Und dann kam Corona dazwischen. Und wir mussten, oder Franziska musste ihre Türen schließen und durfte natürlich nicht mehr weiter die Kunden bedienen. Den rennen die hoffentlich nachher auch die Türen ein. Ich hoffe auch. Die schaffen das. Ich hoffe auch, dass das danach war. Es ist wirklich ein ganz tolles, kleines, süßes Team. Aber was kriegt man noch in einem Friseur, außer die Haare geschnitten und gewaschen? Man kann sich natürlich auch Produkte mitnehmen lassen. In diesem Fall ist es so, bei Franziska Thien gibt es Produkte von Alcina. Jeder Friseur hat so eine bestimmte Marke, mit denen er zusammenarbeitet. In diesem Fall ist das Alcina. Und was mir mitgegeben wurde, hier sind Color-Shampoos. Und die haben den Sinn, und zwar, solange du jetzt nicht zum Friseur gehen kannst und du dir selber auch nicht die Haare färben kannst, hast du es ja ganz klar, dir kommt ja ein Ansatz. Ja? Deine wunderschöne Haarfarbe geht verloren. Jetzt mit dem wunderschönen Wetter natürlich bleicht auch die Farbe aus. Und was kann man da machen? Franziska hat uns dieses tolle Produkt mitgegeben, und zwar sind das Color Shampoos. Die nutzt man, kann man bei jeder Haarwäsche nehmen, egal ob jetzt braun, blond, kupferfarben oder grau. Grau kommt ja eigentlich von alleine, aber manche machen ja ganz bewusst ihre Haare grau, obwohl sie noch gar nicht so grau sind oder versuchen damit halt so auszugleichen. Aber dieses Farbshampoo, genau, verwendet man einfach ganz normal wie ein Standard-Shampoo, und das intensiviert die Farbe nochmal, gibt Frische, Glänze, und man kann einfach die Zeit überbrücken. Ja, das wunderschönes Blond. Also, ich glaube, so würde man aus, wenn man sich jetzt zu Hause selber versuchen würde, die Haare zu färben und sich eine Dauerwelle zu machen. Dauerwelle ist aus, ne? Nein, Dauerwelle ist wieder in. Oh. Vor allem rote Locken. In diesem Jahr 2020 sind rote Locken unheimlich in. Aber kommen wir nochmal hier zu dem Shampoo. Also wie gesagt, es wird ganz standardmäßig wie ein Shampoo verwendet. Und man kann es einmal die Woche nutzen, man kann es jeden Tag, Abstand halten, Farbe ausgleichen. Wir müssen auch mal lachen jetzt, oder? Ja. Ja. Wir haben die Haare schön. Ja. Also jetzt zumindest, wenn ich sie wieder abnehme, sieht es nicht so aus. Also ich bin auch froh, wenn die Friseure wieder öffnen. Übrigens noch mal eine Aussage, die ich auch von Frau Thien, also von Franziska bekommen habe. Trotz des Verbotes, dass die Friseure nicht aufhaben dürfen. Es gibt genug Menschen, die anrufen und fragen, ob sie nicht trotzdem Haare schneiden kann. Bitte, 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 liebe Ostfriesen, liebe Bürger, macht das nicht.
Kommt nicht in die Versuchung, auch wenn ihr Ansatz habt, euren Friseur vielleicht heimlich danach zu fragen, eure Haare zu schneiden oder zu färben. Tragt lieber Ansatz, aber haltet Abstand. So wie ich, also es ist schwer, aber desinfiziert euch die Hände, haltet Abstand, so wenig Kontakt wie möglich. Und vor allen Dingen, ihr bringt nicht nur euch damit in Gefahr, auch andere. Und ich weiß, ich mag auch nicht mit Ansatz laufen. Aber deswegen haben wir ganz viele Produkte, die wir jetzt einmal zeigen, um diese schwierige Zeit zu überbrücken und danach dann auch wirklich mit Freude wieder zum Salon zu gehen und dann auch dort Geld in die Kasse zu spielen. Also dies ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Lösung. Franziska ist erreichbar unter der Telefonnummer, wird auch nochmal eingeblendet. Und ist auch auf den sozialen Netzwerken zu finden. Instagram, Facebook. Instagram und Facebook. Genau. Und ja, ist eigentlich für Beratung am Telefon auch immer da. Und man kann im Stadtgebiet leer, man kann immer abholen, egal von wo man kommt. Aber Lieferung im Stadtgebiet leer ist machbar. Ansonsten wird natürlich auch versendet. Kommen wir von den Farbshampoos zu einer wirklich, wirklich guten Erfindung. Also ohne das würde ich persönlich... Sterben? Nee, sterben nicht, aber ich würde ohne das gar nicht in Urlaub fahren, muss ich sagen. Also ich würde es auch nicht vergessen, glaube ich. Und zwar kommen wir nochmal zum Ansatz. Ja? Ansatz ist ja immer ein ziemlich großes Problem, wenn man vielleicht schon angraut oder... Kann man damit auch Geheimratsecken kaschieren? Habe ich so noch nicht probiert, aber ich denke schon. Aber da fehlt schon ein bisschen was. Können wir ja nachher mal probieren, wenn wir hier fertig sind. Aber, ja. Also hier gibt es ein mega, mega, mega gutes Produkt. Das nennt sich Ansatzspray. Du stylst dich, machst dich fertig, möchtest ausgehen oder gehst zur Arbeit. Und dann hast du Ansatzspray, dass du einfach auf deine gestylten Haare so 10, 15 cm mit Abstand zu deinem Ansatz ansprühst. Und damit einfach dem Ganzen ein bisschen Frische gibst und den Ansatz ein bisschen ausgleichst. Und dann ist dieses unwohle Gefühl, was du selber hast, dann auch weg. Also das ist perfekt gestylt. Das Problem habe ich jetzt gerade nicht, aber sonst. Ist auch aktuell im Angebot, ich meine für 15 Euro erhältlich und ist auch ideale Größe für die Handtasche, also kann man mit unterwegs nehmen. Kann ich wirklich nur empfehlen. Online-Shop hat Franziska Thiem nicht. Aber wie gesagt, einfach anrufen, Beratung findet statt und sie kann auch gerne eine Beratung per WhatsApp machen, also Videotelefonie oder so. Das funktioniert auch. Wer einen Friseurtermin verschenken möchte oder Produkte jetzt sich gerade nicht auskennt mit dem Ganzen und einfach vielleicht ein schönes Geschenk verschenken möchte, auch bei Franziska Thiem gibt es Gutscheine und die kann man verschenken oder für sich selber oder was auch immer, also... Ruhig anrufen, ganz tolles Team, einfach beraten lassen. Leerheitsfelde war das, glaube ich. Das mit dem Abstand, das muss ich noch lernen. Ja, da müssen wir uns, wenn wir uns dran gewöhnt haben, ist wahrscheinlich hoffentlich vorbei. Ja. Jetzt kommen wir vom Frauenthema, kommen wir jetzt zum Männerthema. So? Ja. Oh, du siehst gut aus. Ja. Das war so mein Friseur. Ja. Ja. So, ich würde sagen, wir bauen einfach mal den Frauen-Krimskrams hier ab. Ja. Bring den da einfach mal. Stell den da so, da so. Da so, da so. Ah, bring den nachher noch rüber. Obwohl, wisst ihr was? Das ist im Moment das letzte Produkt hier. Das kitzelt ganz schön. Kommen wir zurück zum Männerthema. Ja, ich bin da mal raus. Ich habe ja. Oh, das ist. Du hast was zu erzählen zu dem Männerkram. Ich bemühe mich auf jeden Fall. Bitte. Also hier, wenn ich, euer Rasentraktor, ne? Zieh mir noch. Von Multi Auto und Rad ist das in Leer. Wir haben in Leer ja Multi Nord, Multi Süd und in Emden einen Standort. Drei Standorte, ja. Ja, genau. Und Multi hat seit einigen Wochen, glaube ich, jetzt gerade diese App am Start. Da haben wir dann auch die Shop-Funktion. Also ich komme ja jetzt so. Wir haben eine Shop-Funktion. Also Multi. Ja. Ja. Das kann alles online bestellt werden. Und ich verstehe von Batterien nicht viel, außer dass, wenn ich sie trage, ich Schlagseite habe. Das ist auf jeden Fall schon mal Fakt. Aber dies ist auf jeden Fall eine Batterie für einen Rasentraktor und kann über den Multishop bestellt werden und ist momentan, glaube ich, auch im Angebot. Technische Frage habe ich jetzt mal an dich. Ja. Für die Menschen, die keinen Online-Shop haben oder keinen... Ne? Es gibt ja auch Apps. Genau.
Einkaufs-Apps, so wie jetzt bei Multi zum Beispiel. Richtig, genau. Also ich habe noch nie über eine App eingekauft. Ja gut, vielleicht mal ein Spiel oder sowas für die Kinder, aber... Ja, es war prinzipiell das Gleiche. Du suchst dir aus im Shop in der App. Ist ja so eine Art Shop-System hinterlegt. Und dann kannst du dir das aussuchen, was du haben willst. Und dann kannst du nachher auswählen, wie du bezahlen möchtest. Ob es geliefert werden soll oder ob es versendet werden soll. Da gibt es dann auch irgendwelche Bedingungen und so. Genau. Okay. Das ist jetzt bei Multi. Ist das auch mit den ganz normalen Lebensmitteln machbar? Nein. Das ist nur für Auto, Multi und Rad? Genau. Ich glaube, die haben, wenn ich jetzt richtig informiert bin, über Multi aus dem Einkaufsservice. Aber das gilt jetzt hauptsächlich fürs Gartencenter und für Auto und Rad. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand so mit Apps und so sich nicht auskennt, kann man auch einfach anrufen? Man kann auch einfach anrufen, ja. Okay. Gut, also ich kenne mich mit Batterien nicht aus. Ich auch nicht, weiß nur, dass man die Kontakte nicht anlecken soll gleichzeitig. Das ist auch ein bisschen schwierig. Anlecken, okay. Ja, aber so testest du doch, ob eine Batterie noch Saft hat. Dürfen wir den blöden Bart abnehmen? Ich. Ja? Ja. Ja. Das Männerthema ist zwar noch nicht vorbei. Ja, nicht ganz. Wir haben noch ein bisschen, aber das... So, hier die Schnute sauber machen. So. Wir haben noch was. Ein Teil haben wir noch. Genau. Das ist ganz schwer. Die Muckis anspannen. Boah. Jawohl. So. Ja, für die Motorradbegeisterten, ja? Ja. Also, den Abstand hier. Ja. Wir müssen. CW40, das ist doch so ein teures Öl, ne? Ja. Ja. Ich weiß, dass ich das immer in meinen Audi rein buttern musste, als der... Oder war das AdBlue? Also, dein Audi hat aber keine zwei Räder. Entschuldigung. Nee. Auf jeden Fall, dies ist ein großer Kanister mit... 4 Liter. Und ist aktuell im Angebot? Ja. Für? 29,95. 29,95. So viel habe ich verstanden. Was eine Nasskupplung ist, kann ich nicht erklären. Habe ich mal von gehört. Ist für Nasskupplung geeignet da. Ne? Ja. Und Motorradsaison geht wieder los. Oh, mir juckt die Nase von der Schussel. Okay. Und ja, damit ist man auf jeden Fall versichert. 1. April ist ja... Also ist ja vorbei, dementsprechend sind jetzt die ganzen Motorradfahrer wieder unterwegs. Genau. Und das passende Öl. Übrigens haben die auch für Motorradfahrer tolles Zubehör, viel Ausstattung und ich persönlich finde auch sehr gute Beratung. Also empfehlenswert und ja, kann ich sagen, ich gehe gern zum Multi. Ja. Im Moment gerade nicht, aber... Ja, gut, okay. Aber sie haben halt sich viel an die Abstandsregelung, Abstandshaltregelung und Hygienemaßnahmen. Genau. Also Einkaufen ist genau. Sowieso, glaube ich, da weiß ich sogar, das möchte ich auch noch mal sagen, und zwar habe ich mit dem Hausmeister vom Multi gesprochen und der bittet wirklich alle Kunden, die auf dem Parkplatz und im Geschäft laufen, bitte haltet Abstand von den Angestellten, von den Mitarbeitern, die die Produkte einpacken, die Waren, Wagen wieder zusammen schieben und wieder zurückbringen. Und es kommt wohl öfters mal vor, dass die Mitarbeiterin oder Mitarbeiter Regale einräumen und dann kommt man von hinten und sagt, ich muss da eben dahin und braucht das eben. Also bitte auch die Mitarbeiter einfach schützen, indem dass ihr Abstand haltet und wartet, bis sie einfach fertig sind mit ihrer Arbeit oder einfach im Fragen, dürfte ich da kurz hin. Das vergessen leider viele Kunden. Also bitte schützt auch die Mitarbeiter bei Multi. Ja. Auch alle anderen Geschäfte natürlich. So, wir möchten natürlich auch noch kurz eben darauf aufmerksam machen, dass auch wir hier in der Produktion heute uns natürlich desinfizieren, Abstand halten und auch, Abstand halten, ich muss immer erinnert werden, aber wir desinfizieren uns natürlich die Hände und auch unsere Kameramenschen tragen Mundschutz. Wir haben jetzt... darauf verzichtet, aus dem Grund, weil sonst kann man unsere wunderschönen Gesichter nicht sehen und dann können wir das nicht so authentisch rüberbringen. Aber hätte man den Bart auch nicht gesehen. Dann hätten wir auf Augenbrauen. Ja, genau. Dann hätten wir auf Aufkleber-Augenbrauen. Ja, genau. Okay, gut. Also auch zu Hause bitte immer an die Regeln halten, viel Hände waschen, viel desinfizieren und Abstand halten. Bitte, bitte haltet alle Abstand, damit wir schnellstmöglichst aus dieser Krise rauskommen. Denn nur zusammen schaffen wir das. Wir sind dann auch eigentlich zum Ende gekommen. Also wir haben unsere heutigen Produkte eigentlich alle vorgestellt. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund, haltet euch an die Regeln und lasst uns zusammenhalten, dass wir diese Krise überwinden können.
Alles Gute und bis bald. Tschüss. Hiermit möchten wir natürlich auch nochmal sagen, das ganze Projekt, was wir hier machen, möchten wir natürlich auch, ja, wir hoffen, dass wir da viel mit erreichen können und möchten auch anderen Firmen, Dienstleistern, Handwerkern die Chance geben, beim nächsten Mal mitzumachen. Also meldet euch einfach gerne bei uns. Die Nummer und die E-Mail-Adresse wird eingeblendet. Wir freuen uns über jeden, der mitmachen möchte und nutzt die Chance. Nutzt die Chance, eure Produkte bei uns präsentieren zu lassen, auf euren Shop oder euer Geschäft oder eure Dienstleistung hinzuweisen und Werbung für euch zu betreiben. Denn wer nicht wirbt, der stirbt. Und das haben wir schon immer gelernt, also ich in der Berufsschule schon gelernt. Und werbt einfach, macht Werbung und nutzt die Plattform, ist kostenlos. Wir sind für euch da, meldet euch einfach und ja, wir freuen uns drauf.